man soll die Verpackung doch nicht überall rumliegen lassen. Als nächstes habe ich für euch mitgebracht ein weiteres Instrumentarium der Jonglage. Volk, hier für euch das Zepter der Gaukler. Der tanzende Stab, im Volke auch bekannt als der Teufelsstab. Teufelsstab, das klingt ein bisschen unheimlich und bedrohlich. Hier ist das erste meiner teuflischen Kunststücke. Hinter dem Rücken gefangen. Ich weiß, das sieht nicht sehr unheimlich aus, das ist aber unheimlich schwierig. Jonglage mit dem Teufelsstabe. Mit Rotation. Als nächstes ein besonders schönes Kunststück. Gibt es Ästheten in Mülheim? Nein? Ja, ich zeig's euch trotzdem. Ein besonders schönes Kunststück. Mit kreuzenden Armen. Ich mach das so lange, bis es allen gefällt. Das denke ich mir auch immer, was passiert, wenn keiner klatscht? Man gibt auf. Wenn ich Joghurt esse, dann frage ich mich immer, welches ist die gute Milchsäure? Die rechtsdrehende oder war die linksdrehende Milchsäure gesünder? Warum ist Joghurtessen so kompliziert? Und wäre das hier nicht viel mehr rechtsdrehend? Wenn mir das zu schwierig wird, dann mache ich das Kunststück einfach ein bisschen langsamer. Mit einem Zwischenstopp. Stopp, 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 stopp. Endstation. Wollen denn? Wir kommen zu den etwas schnelleren Kunststücken. Das nächste Kunststück funktioniert nur, wenn der Teufelsstab genug Schwung hat. Und den Schwung hole ich mir hier. Und nun, ihr Leute, ein weiteres Mal auf einem Handstabe. Gebt acht. Spontaner Jubel! Ich merke, das Kunststück hat euch gefallen. Wisst ihr was? Ich zeig's euch gleich nochmal. Aber damit es nicht zu langweilig wird, mit noch mehr Schwung. Das ist ungefähr so schnell, wie der Teufelsstab vorhin war. Der wird jetzt noch etwas schneller. Ich glaube, kaputter Kunst. Und ein weiteres Mal auf einem Handstabe. Bei diesem Kunststück, schaut auf den Teufelsstab. Schaut nicht auf mein Gesicht. Ha 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 ha